Ich habe das so einen Bart.
Zimmer, da ist nicht viel Platz. Bevorzugt er es eher Luft zu bekommen, riskiert aber natürlich seinen Hals. Wenn wir uns die Füße widmen und er hat keine Stahlschuhe an, dann kann er natürlich auch in die Zehen stechen, ganz klar. Wir haben die Innenseite der Beine, ganz klar. Und für die Männer besonders interessant, das da. Ganz wichtig. Deswegen haben die da hinten das Tonnenrockerl. Er nicht. Dafür ist er schneller auf die Füße. Wir zeigen jetzt Techniken im Halbschwert. Eben um Typen mit so einer Dose zu knacken. Zuerst langsam, dann schnell. Dann langsam erklären wir uns, was heute gerade passiert. Wir sind hier zwei Grundstellungen, eine niedrige Hut, eine hohe Hut. Hut hast nur Grundstellung, hast nichts anderes. Davon kommt auf der Hut sein. Ein Angriff, der zur Achsel gehen sollte, wird versetzt. Ein Knaufstoß zum Gesicht mit einem Schritt. Wird nach hinten ausgewichen, es folgt sogenannter Mordschlag, der wird geblockt. Er reißt nun an, wird versetzt mit einem Stich zur Achselblöße. Das wird halt gerade noch herbeigeleitet und es kommt ein Hüftwurf, der den Gegner doch relativ unsanft auf den Boden gefördert wird. Und es folgt ein Mordschlag mitten ins Gesicht. Normalerweise tritt hier die Parierstange irgendwo da. Das schaut nicht gut aus. 10, auch schnell. So. So, das Ganze jetzt noch ein bisschen flotter. Ein bisschen, nur ein bisschen. Ein Hebelansatz,
durchs Auslassen mit der Eignung verhindern. Stich zum Gesicht, Stich wiederum in die untere Blöße, Ansatz zum Hebel. Das ist der Maikäferwurf und wiederum ein Schlag mit dem Kopf ins Gesicht. Jetzt bin ich an die Hüftkurve. Das ist die Mottenhose. Aber wie ihr seht, die stehen wir einfach noch lange drauf. Ja? Also wir brauchen da keinen Kran, keine Hebehilfe, keine Steighilfe, es geht alles von allein. Also glaubt Hollywood nicht, wenn ein Ritter so einen Bulli legt und strampelt wie ein Maikäfer. Also man kommt von allein nicht wieder hoch. So, und ist jetzt angeschnallt. Scheibe vorne, Scheibe hinten, hat jetzt keinen stilistischen Vorteil, sondern auch einen praktischen. Stich ich zu und ich stehe auf einer Rüstung drauf oder sonstigen Punkt, rutsche ich nicht über die Scheibe drüber und ziehe mir eher an meine Finger an, kann aber es auch nicht auf der Hand ziehen, weil ich halt da hinten auch auf der Scheibe hänge. Das gleiche gab es damals auch schon als Übungswaffe, nämlich aus Holz, hat man nicht so ausgeschaut. Aber man sieht genau den gleichen Sinn. Kleinere Scheibe vorne, kleinere Scheibe hinten, hat den Zweck erfüllt. Der Klingenquerschnitt ist im Dolch meistens dreikantig oder vierkantig und in der Theorie nicht scharf. Die Praxis hat es anders belegt, sie haben hinten in der, im nächsten Raum eine Vitrine, das erscheint dort drinnen, außer es verborgen, weiß ich nicht. Wir haben einen Hohlschnitt, der ist sehr wohl scharf. Da wir aber in der Theorie stumpf sind, können es uns erlauben, hier hineinzugreifen. Und das bringt uns eine vollkommen neue Vielfalt an Techniken und Möglichkeiten, wie wir den Gegner bezwingen können. Zeigen wir euch später. Da es auch damals schon das Wettrüsten gab und wir halt meiner Zeit hinterherhin, habe ich noch keinen Dolch. Meine Grundintention würde sein, ich laufe davon, aber erstens der schneller bin, zweitens bin ich faul. Drittens habe ich da keinen Platz zum Wegrennen und dritten und viertens wollte ich sehen, was passiert, wenn ich keinen habe. Daher, kurz einmal zwei Techniken, unbewaffnet gegen Deutsch. Noch ist nichts verloren. Ich knocke, bringe ihn aber auf meinen Boden. Laut Fechtung heißt es jetzt, das, was hier hinüber geht eigentlich, geht durch den Ellbogen durch und dann heißt es, er sticht ihn mit seinem eigenen Dolch. So herum. Also so richtig Power. Jedes Mal, wenn ich es nicht mache, muss man noch ein Getränk zahlen. Das ist nicht schön. Noch eine andere Möglichkeit. Ich blockiere ab, ziehe ihn einfach zu mir her, drehe mich hinein, breche in den Ellbogen, greife kurz um, lege ihn nach hinten auf den Rücken, kann das Ganze jetzt unblutig beenden, aber jetzt ganz ehrlich, was hältst du von mir? Nein. Ich stecke ihn ab und die Sache ist erledigt. Hat einen Futter und mir gehört der Dolch. Gut, ich gehe mit der Zeit, ich habe jetzt auch meine Waffe, da jetzt auch noch schnell ein paar Sachen. Aber du, sieht man ja. Ich gehe ein Stück nach hinten aus der Distanz raus. Damit habe ich jetzt die Möglichkeit genommen, dass er mich instant mit seiner linken Hand erreicht, steige raus, ziehe zu mir her. Steig, befreie meinen Dolch und wenn er jetzt mich um Gnade antritt, nach oben schaut, kommt der Dolch hier durch den Kopf.
Jetzt die aufwendigste Technik überhaupt. Funktioniert einfach nur. Die ist nur groß. Werkzeug. Wir haben jetzt da hier die Hartzitation, mein Dolch bedrohte unten, sein Dolch bedrohte hier oben. Hartzitation für beide Dolche, sind beide fein raus. Und natürlich vor den Nutzen. Dagegen gibt es auch einen ganz einfachen Konter. Der Konter schaut so aus. Ja? Genauso. Dann haben wir uns umziehen. So. Man kann noch niemand gehen. Jetzt kommen wir zu der Geschichte, ich sage, komm, ich greife mit dem halben Dolch hinein. Das ist ein Mitspieler. Er greift mich wieder von oben an. Ich locke hier, zertrümmere ihm hier eigentlich schon das Handgelenk und drehe ihn ein und bringe ihn mit seinem eigenen Dolch um. Und wenn wir das Kräfteungleichgewicht wiederherstellen wollen, sprich, ich habe einen Dolch, er hat dann keinen Dolch, gibt es noch eine wunderschöne Entwaffnung, die wollen wir euch noch demonstrieren. Beziehungsweise steht ein Fechtbuch zu dieser Waffe, bringe das den Adeligen bei, verdiene Geld damit und somit sind wir wieder im Kontext der Adelhaft, diese Waffe auch gelernt. Wer diese Waffe auf Bildern sucht, schauen Sie sich vor eines Hochzeit an, man geht gut aus zur Hochzeit mit so einem Teil und streitet sich dann dort um was auch immer. Gut, tun wir uns weh, würde ich sagen. Ne? Also, ich habe es heute mal eingezogen. Man erinnert sich Detailbefreiung. Ich werde gleich einmal da drüben nutzen. Da zeige ich, warum Fechten Spaß macht. Warum Fechten Spaß macht. Jetzt ist eines hier sehr wichtig. Zuerst hier über meinen unteren Arm die Schulterkugel raus. Er soll vorher noch was davon haben, ein bisschen Schmerz und erst dann das Gewicht. Sonst macht es ja keinen Spaß. Ich habe vorhin ein Fechtbuch für diese Waffe, Kollege hat schon erwähnt, der Schreiberling war Priester hauptberuflich, wir sagen dazu gar nichts, hat sich 416 Techniken ausgedacht, dem anderen kreativ weh zu tun. Ja, das muss man mal lernen und sich da merken, deswegen haben diese Techniken Jesusbrücken entsprechende Namen bekommen. Wie hier zum Beispiel als nächstes der Winterhauch auf dieser Seite, logischerweise wäre nicht mit der Hand zu erwinden, blöd, also auch das ist verdammt blöd, ja. Also wer das im Fernsehen sieht, nicht gut. Hier drüben das sogenannte Skorpion, was Unskorpione stechen und da werde ich einen anatomischen Vorteil von hier nutzen, um die Klinge zu beschleunigen. Beginnen wir mit dem Winterhauch. Ich winke mit der Waffe. Juhu!
Tagesverhandlungen. Gut. Ja. Rein sagt der Bildungsauftrag, fällt weiter dumme Namen. Der Schnitt durchs Maul. Muss ich das erklären? Nicht wirklich, oder? Oh. Gut. Da ja alle, es ist spät und die Aufmerksamkeit teilt, ich verstehe, dass ich jeder viel zu viel, machen wir das Ganze langsam, normal, Schande, Bullet-Time-Matrix, was auch immer. Hier der Schnitt durchs Maul, der Herr wird sich an mir versuchen zu revanchieren. Ich mag dich nicht. Früher. Wo aus?
Anstecken. Max, muss ich mir was einfallen lassen? Oh! Aha! Mist! Auf zeigen, ja bitte, wir können da auch was zeigen.
und es hat sich die Vampirschule entwickelt. Ein Bekannter von uns hat die Theorie aufgestellt, dass der Grund, warum die Italiener mit Ahnen gewachsen sind, der ist, weil es die Zweifel auch zum Reden brauchen. Wie das jetzt verstanden geht, zeigt euch der Kollege hier und unsere Leihgabe von der Gruppe Klingerspiel, der wir jetzt haben, dass er da ist. Und ja, ich übergebe an den Herrn. Okay, wir sind jetzt in Italien angekommen. War früher der Hochpunkt des Deutschlands, des Fettens im Spitzenland ist bei Deutschland und Österreich. Und hier sind wir mittlerweile in Italien weitergebracht. Der Stil, italienische Stil, ist daran geprägt, dass, wie ihr sagt, kleiner angefochten wird, wenn man die Zeit zu reden braucht. Und der auffälligste Unterschied zu den deutschen Fechtern ist, dass die Fechter wesentlich attraktiver geworden sind. Das liegt aber nicht an mir. Naja, der Stand ist relativ tief, relativ weit hinten. Die zweite hat, wie gesagt, zum Reden verwendet, aber nicht nur so auf den Abwehr von Deckel und den Abwehr von der Waffe. Und wir werden zu beschimpfen. Der italienische Fechtstil ist etwas dreckig, wie die Straßenkampf variieren. Das heißt, ich sehe das, dass du dazu passt. Du willst gerade ein bisschen. Ja, bösartig. Wie so ein Gefecht ausschaut, hätte ich keine zeigen, wie jetzt ganz kurz und dann kannst du es. Wie gesagt, der Italiener leidet sehr viel. Der Italiener hat sein Herz auf dem Zugang. Vaffanculo! Stront!
soweit unser Programm. Lauf es nicht weg, es folgt der Musikdarbietung unserer Kollegen. Und wir verabschieden uns. Mit einem sehr lauten